Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Indie Horror Games. Heute, wie man hier wahrscheinlich schon so richtig schön sieht, spielen wir das Spiel Inside. Wie immer weiß ich nicht, worum es geht. Und anscheinend ist der Untertitel There's No Way Out. Muhohohohoho. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt einfach mal auf Start und schauen, was passiert. Okay. Wie es aussieht, starten wir hier schon direkt in diesem Titelbildschirm-Dings da. Ist F mit. Ja, okay, F ist Taschenlampe. Das ist auch schon mal gut. Taschenlampen sind immer gut in Horrorspielen, weil sonst würde man ja überhaupt nicht. Haben da gerade oben 20 Frauen gleichzeitig ihre Tage? Oder was ist da los? Und hier ist auch noch ein Weg. Wobei, entweder. Da ist der Text rückwärts. Auf jeden Fall, entweder dadurch diese Frauenblutlache oder wir gehen da lang. Das Schwarze. Da ich nicht so ein Typ bin, der auch ins Rote Meer sticht, bin ich. Oh nö, das ist auch rot. Das mag ich nicht. Spiel das jetzt schon bei mir verschissen. Ist das eine Zigarette? Oder was ist das? Ah, okay, die tote Person raucht gerade. Lass es dir schmecken, Alter. Okay. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, irgendwo lang. Oh Gott, mein Ohr juckt. Ah, schon besser. Jetzt, glaube ich, hier rein. Ja, mit Linksklick. E. It's empty, okay. Scheiß Sound, du. Du böser Bengel, du. Jetzt hör mal auf zu atmen. It's empty. Hier ist auch eine Tür. It's empty. War mir auch schon irgendwie klar, dass es halt leer ist. Hier ist nichts. Außer ein Bett oder so, was es sein soll. Hier ist also nichts Interessantes, also müssen wir jetzt doch wohl oder übel durch diese Periodenströmung. Ich sehe dich mal nicht da vorne, ne? Ja. Oh, ja, lecker. In der Periode baden. Jetzt mal bitte nicht bildlich vorstellen, so wie ich das gerade mache, ne? Bitte. So, da geht's nach oben. Ab nach oben. Leertaste? Also muss man anfangs. Und das kommt einfach mal nirgendwo her? Oder? Oh Gott. Sehr realistisch gestaltet, ey. So. Einfach mal hier diesen Gang lang gehen. Mal sehen, was hier auf uns zukommt. Hoffen. Ah, eine Box. Leer. Nein. Sie ist leer. Licht ist ausgegangen. Sehr per. Ey. Geht weg! Warte, wie es aussieht, muss ich wohl wieder da lang. Da ist keine Tür frei und die Teile hängen da immer noch. Das ist natürlich auch perfekt. Kann ich einfach durch euch durchgehen oder? Einfach so verschwunden. Perfekt! Das mag man ja bei Horrorspielen, wenn die einfach so verschwinden. Ich will da durch. Ey, Tisch. Mach einen Abflug. Oder auch nicht. Dann nicht. Okay. Finde ich mich mit ab. Leer. Leer. Das ist natürlich alles perfekt, ne? Ey. Das sah aus wie so ein kleines, missratenes Pokémon. Leer. Verschlossen. Also, sag mal, ne, langsam ist es ja schon so ein bisschen merkwürdig. So, also ich schätze jetzt mal wieder hier lang gehen. Dann da nach links. Das ist ja auch noch so ein. Leer. Also gerade habe ich mir das halt so gedacht. Wegen dem Roten da vorne und hier rot, dass die Frauen da irgendwie in den Raum reingegangen sind, aber.
Naja, das wäre halt schon zu viel des Guten. Oder halt des Roten, ne? Jetzt lass mich da rauf. Ja, gut. Springen muss man also immer, um da nach oben zu kommen. Ne. Das ist natürlich nicht perfekt. Erstmal wieder alles hier durchsuchen. Lalalala. Nein. Und vor allem einfach so verschwunden. Geht ja mal gar nicht. Na? Alles fresh bei dir? Oder alles red bei dir? Steh mal auf. Hallo? Dann nicht. Ich kann einfach hier rein. Leer. Kannst du mit mir reden? Gut, dann auch nicht. Leer. Ist hier irgendwo eine Box drin? Nein. So wie es aussieht, nicht. Und keiner von diesen Arschbacken redet mit mir, ey. Das ist schon so ein bisschen deprimierend. Leer. Also wie es aussieht, ist... Hier. Ey, die verfolgen mich. Das ist unheimlich. Geh mal weg. War dem ernsthaft umgefallen? Achso, der verfolgt mich nur so vom Blickwinkel. Ey! Haut doch nicht einfach ab, das ist unhöflich. Hätte euch doch einen Kuchen angeboten. Nee, da ist auch nichts drin. Also noch weiter nach oben. Jo! Okay, das kam unerwartet. Das kam unerwartet. Das kam unerwartet. Hui. Ey, der geht dann ja noch weiter nach oben. Aber okay. Nehme ich auf mich. War ich hier nicht schon? Ne, hat keine Blutspur auf dem Boden. Wasser. Irgendwie Konservendose? Oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Hä? Was? Wollt ihr mich verarschen? Was war denn eben so Spannendes? Leer. Jetzt erstmal nach hier gehen. Erstmal hier rein. Ich weiß nicht, was der Typ hat. Was ist denn eben passiert? Hör auf so zu atmen, du kleiner Vollidiot. Es ist nichts passiert. Außer irgendwie so ein komischer Sound. Den ich mir selber nicht erklären kann. Na? Ey, der bewegt sich ja. Jetzt nicht mehr, jetzt ist er weg. Ich habe den Schlüssel gefunden. Welchen Schlüssel? Irgendeinen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Yay, ich freue mich. Ich habe einen Schlüssel gefunden, Alter. Spring, 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 wenn's dir Spaß macht. Spring, 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 einfach so. Einfach so mal springen, ne? Sag mal, jetzt lass mich da. Jetzt aber, jetzt lass mich. Gott. So, wo muss jetzt der Schlüssel rein? Oder hin? Oder irgendwie. Einfach an der Wand entlang gehen. Auch da. Hier ist ein enger Raum. Das mag ich nicht. Da ist irgendein Schriftzug. Wir haben es geschafft! Juhu! Okay, gut, dann hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es meine positive Bewertung. Wenn nicht, dann mit einer negativen und haut rein. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Indie Horror Games. Tschüss!